Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Super Fatih und wir spielen zusammen Shadow of the Tomb Raider. Jetzt im Moment mit der kleinen Teenager Lara. Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie Bestien. Sind? Ja, was haben wir hier denn? Hier ist was zum. Tödliche Präzision. Oh. Meistens. Achso. Die Bogen. Die Pfeile, meine ich. Die Pfeile. Was haben wir hier denn alles? Was können wir hier denn noch? Die weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Was ist das denn? Oh, den müssen wir irgendwo. Da liegt noch einer, sehe ich gerade. Müssen wir den irgendwo hinschmeißen? Den nehmen wir mal mit. Ja, das ist ja nochmal ein Spielplatz, wa? Kann man gleich sehen, Geldsäcke. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Ah, da müssen wir die hinschmeißen. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Aha. Interessant. So, Familienfoto. Das war auf der El-Memsha-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Der sieht aus, als wenn er ein Pappaufsteller ist. Jo, das haben wir auch. Harvard Anwesen. Klettert über einen See aus blubbernder Lava. Ein blubbernder Lava? Ja, so einen Spielplatz hätte ich auch gerne gehabt. Gibt's ja gar nicht. Erstaunlich. Croft steht in einer dicken, fetten Tunnel. Die Jahrtausende lang unberührt war. Egal. Fette Rutsche hier. Weit schmeißen kann sie ja, ne? Das hat nicht gereicht. Oh, da ist auch noch ein Bild. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Ein Tiger? Oder was soll das sein? Da ist die Königin. Das ist vom Gärtner. Schade, hier ist gar nichts mehr zum Entdecken. Dann gehen wir mal weiter. Wo müssen wir denn hin? Da hoch müssen wir. Wie kommen wir da denn hin? Ah, so. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen. Kleines Mädchen hat nur dummes Zeug im Kopf. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Oh. Sie hat nicht viel Zeit. Ja, sie macht im Zimmer Hausaufgaben. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Ja, oh, scheiße. Dann fall er bloß nicht runter. Ach, jetzt macht sie das auch noch kaputt. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Oh, oh. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang.
Soll der Mann nicht runtergehen? Kinder, die haben nur Scheiß im Kopf. Kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, fast geschafft. Oh. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Sie findet wieder Halt. Zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Ja, durchquetschen. Ja, hier ist aber auch nichts zum Einsammeln oder zum Gucken. Ja, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Tapfere Abenteurerin. Sich ein Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Ja, das fragt der Vater sich bestimmt auch. Mehr Glück als Verstand. Sie ist fast da. Kühnheit. Was haben wir da hinten um der Ecke denn noch? Ja, nix. Croft Manor, oder wie heißt das? Sie das verbotene Grab. Wow. Aha. Verboten? Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Blühende Fantasie, würde ich mal sagen. Wohl einsam ist? So, die weiße Königin finden, okay. Was haben wir hier denn? Kann ich bewegen? So, was haben wir hier denn? Die große Lara Croft begibt sich in eine Reise voller Intrigen und Gefahren, um das Geheimnis der Weißen Königin zu lüften. Eine epische Abenteuergeschichte. Okay. So, was muss ich hier denn machen? Schieb ich den da nochmal hin? Halt. Ich muss 30 Nord und 90 Ost auf dem Globus finden. Ach, da muss ich gar nichts machen. Oh. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Aha, jetzt habe ich's. Ich glaub wohl. Wo sind die weißen Figuren? Ich muss 30 Nord und 90 Ost auf dem Globus finden. Okay, ich glaube, das kann ich gleich noch
So, 30. Was war das jetzt? 30 Nord. Und 90 Ost. So. Jetzt kommt dieser hier. Ach, das schon wieder. Ich muss 30 Nord und 90 Ost auf dem Globus finden. So, 30 Nord. Das ist dort. Aha. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Ja, top. Wo ist die weiße Königin? Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Oh. Ist ja beeindruckend. Das verboten, wo ist die weiße Königin? Ein eigenes Museum. Wo ist die weiße Königin? Die weiße Königin suchen wir. Oh, was hier denn noch? Oh, jetzt habe ich's. Oh Gott, da springt die auch so runter. So, wie mache ich das denn? Ich gehe da mal von aus, dass das hier ein roter ist. Na, verdammt. Und das hier ein weißer. Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Ja, aber Kindchen, den muss ich doch dahin. Ach, dann muss ich diesen hier. Wer weiß, ich glaube, der braucht da gar nicht hin, aber. Voll süß, wie sie also. Oh. Goldig. Na, verdammt. Schwer zu lenken, die Kleine. So. Dann haben wir das auch. Da ist sie. Die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Ja, was müssen wir jetzt Globus machen? Mit dem Globus kann ich die Leiter einziehen. Okay. Jetzt kann ich sie befreien. Aha. Ach so, und jetzt muss die nämlich hier hin. Ja, jetzt habe ich's. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Ja, Geheimgänge. Oh Gott, was ist das für ein Haus? Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Aha, darfst du da auch sein, meine Kleine? Der Pfad sei dunkel. Und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter.
Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. No. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso? Ja, das mögen die nicht. Zufrieden sein, was du hast. Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Oh oh. Dad! Wach auf! Scheiße. Vater aufgewachsen. Das ist auch scheiße. Ja, interessant. Dann wissen wir jetzt auch, was mit ihrem Vater passiert ist. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Oh. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir hier denn? Kaiserin Jaguar-Weste. Diese Weste wurde aus der Haut des Kaiserin Jaguars gefertigt, der mich beinahe tötete. Die dunkle Haut bietet Tarnung vom Feind. Feindentdeckung. Der Feind braucht länger, um Lara zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Beine. Oh, die haben... Jetzt verstehe ich das. Die haben extra... Man regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Erhöht die Munitionsmenge, die unterwegs hergestellt wird. Gewährt Bonus-EP für lautlosen Kill. Gewährt zusätzliche Haut und Fette von Tieren. Gesundheitsregeneration. Regeneriert sich Kampfpausen schneller. Was haben wir hier? Gewährt Bonus-EP für Erlegen von Tieren. Da ist gar nichts. Ah, das habe ich natürlich an, wa? Nee. So, nichts. Nichts, die anderen geben gar nichts. Okay. Da muss ich auf jeden Fall einen von den ersten hier. So, erlegen Gewehr zusätzliche Pflanzen, Mineralherstoffen aus jeder Quelle. Das brauche ich eigentlich nicht. Schneller Gewehr zusätzlich Haut von Fetten. Dann würde ich sagen, dass wir dies hier wieder nehmen. Erhöht Munitionsmenge, die unterwegs hergestellt wird.
So, schließen. Dann Fähigkeiten. Was haben wir hier denn? Das haben wir jetzt ja. Lautloser Fuchs, schalte die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Okay, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Sicht der Eule. Überlebensinstinkt hält länger und nachdem Lara sich bewegt hat, auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel werden Feinde, Ressourcen und Objekte erleuchtet angezeigt. Okay. Augen des Adlers erhöht Effektivität von Wahrnehmungspflanzen, ermöglicht das zusätzliche Ausspielen von Feinden und Raubtieren. Nö. Nehme ich das hier. Oder warte. Gibt's hier noch einen? Nee. Hier gibt's auch nichts. Da muss ich wieder in der Story weiter. Ja gut, dann würde ich sagen, dann nehme ich erstmal das hier. Dann kann ich nämlich diese hier weiter. 2 auf 1 Streich. Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf 2 erfasste Ziele. Sie spannen Ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, ne? Erholung des Pumas. Krieger erhöht die Zeit des genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkt. Okay. Was nehme ich denn? Ja, Bogen. Bogen ist eigentlich wichtig. Die spannen ihren Bogen schneller und verkürzen. Ja, das hört sich gut an. So. Ja, dann habe ich noch 2 Points. Aber die setzen wir woanders ein. So. Wie war das? Der war schlechter. Aber diesen hier kann ich nicht aufmotzen. Gucke ich mal nach, was ich hier mache. Ja, dann bin ich nämlich soweit. Den hau ich auch noch mal durch. So, ich hab doch alles. Achso. Ja, siehst du. Ah, dann werden sie rot, dann kann ich nichts mehr machen. Siehst du, jetzt sind die Ressourcen auf. Felle brauche ich von Jaguar, oder was das hat. Gut, hier noch im Eimer gucken. Ich habe den goldenen, ne? Genau, den kann ich aber auch nicht ausrüsten. Richtig? Okay, da können wir so oder so nichts mehr machen. Dann gehen wir mal weiter. Okay. So. Ja. Jetzt müssen wir da wieder durch. Sind wir nicht da weggekommen? Oh, hier oben geht's auch noch weiter. Gar nicht. Das geht nicht. Ja, wo kommen auch nur die ganzen Lappen her? Das ist mir noch so durch den Sinn geschossen. Überall liegt irgendwas rum. Wie komme ich da oben jetzt hin? An die Federn? Okay. Hier sind wieder das ist das Haut und Tropfen. Ich gehe da mal von aus, dass es Fett ist.
Ah, nee, von da sind wir gekommen. Stimmt. Oh, den schlachte ich auch nur schnell aus. Und nichts liegen lassen, ne? Brauchen wir alles. Oh. Oh, da sind noch Pfeile. Und Jonah wartet schon. Das ist ja gut, dass ich so neugierig bin, ne? Überall gucken. Oh, da hinten blinkt das. Da hinten blinkt das. Das habe ich jetzt gesehen. Jetzt muss man das einsammeln. Das ist wie ein Krampf. Oh, da ist auch noch eine Tüte. Hier eine Kiste. Oh, wir sind schon wieder bei 27. So, wo sind wir hier denn? Wo bin ich hier? Ne, da muss ich hin. Ach, da geht's wieder zurück. Aha. Wusste ich doch, dass mir das bekannt vorkommt. Ne, da will ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht hin. Wir gehen mal zu Jonah zurück. Wo ist er? Ist er schon vorgegangen? Ja, da ist er. Okay, gehen wir dann noch mal den Weg hier entlang. Mal gucken, was da ist. Matsch ist hier viel. Ja. Oh, das sieht aber elegant aus. Ja gut, aber ich würde sagen, wir machen für heute einen Break. Da will ich noch mal reingucken. Gucken, was es hier noch gibt. Archivkarte. Okay. Und wozu ist die jetzt? Ach, da ist auch noch was. Kommt das denn dahin? Was ist das denn für ein Fisch? Ach so, sind wir hier nicht? Ja, wir sind hier langgelaufen. Da haben wir so viel vergessen. Oh, scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Ja, gut, wir haben die Archivkarte. Und wir sind auch schon wieder ein gutes Stück vorangekommen. Mit kleinen Lara. Dann würde ich mal sagen, dass wir hier einen Break machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.